Ja. Du willst mich doch verarschen. Okay, hallo? Bin ich noch da? Hört er mich? Ja, ihr hört mich. Es hat gerade OBS den Geist aufgegeben. Jetzt war der Stream gerade kurz abgebrochen. Es läuft hier heute alles so geschmiert. Ich bin begeistert. Das ist jetzt hier, es ist ja der pure Luxus. Alles spitzenmäßig, alles läuft alles wie geleckt. Das ist jetzt hier wirklich. Also, technische Schwierigkeiten gibt es hier heute gar nicht. Geil. Aber das Team läuft jetzt noch, oder? OBS fehlt, dachte schon, WLAN stört wieder. Nee, OBS ist schuld. Ja, wir haben gleich die Stunde geschafft. Ich mache jetzt hier noch ein bisschen bei. Ja, komm, ich mache jetzt hier noch das Tempomorph-Dings zu Ende. Ist halt so eine. Ist es, ich mache danach einen Neustart von dem. Ich glaube, der PC braucht einen Neustart. Daran liegt's. Und mit Edna reden. Wie geht's dir, Edna? Psst, später, Harvey. Mir geht's gerade nicht so gut. Wie geht's dir, Edna? Psst, später, Harvey. Ah, jetzt müssen wir versuchen, sie irgendwie abzulenken. Ach, hier stimmt, jetzt können wir alles einsammeln. Die Karte. So war das doch. Den Schädel, den können wir auch mit reinnehmen. Alfred. Edna. Herr Hornbusch. Zettel. Dazu müssen wir es auch ausfragen. Dann natürlich über den Spielplatz, die Sonne, das Karussell, das Riesenrad, ein Teich. Was haben wir hier noch nicht? Zirkus. So, und da gehen wir uns jetzt mal mit Edna unterhalten. Wie geht's dir, Edna? Später, Harvey. Okay. Guck dir nur diesen Schnösel an. Herr Hornbusch, Edna kichert schon wieder. Herr Hornbusch. Zusammen, Edna. Ein richtiger Streber. Was? So, Herr Hornbusch. Rede mit Hornbusch Edna erinnert bei Herrn mich ein wenig an Hornbusch. den Fisch, den Mattis dir zu Ostern geschenkt hat. Psst, später, Harvey. Du hast ihm das Klo hinuntergespielt. Herr Hornbusch, Edna kichert schon wieder. Reiß dich zusammen, Edna. Niemals. Erinnerst du dich an den Schädel? Psst, später, Harvey. Okay. Lass uns auf Schatzsuche gehen. Psst. Später, Harvey. Das funktioniert scheinbar nicht so. Mathe ist ätzend. Lass uns abhauen. Später, Harvey. Später abhauen? Ja, das finde ich gut. Wir sollten hinaus in die weite Welt. Später, Harvey. Was steht auf dem Zettel da? Ach, das ist nur eine Nachricht von meinem Vater. Er hat es wieder mal nicht geschafft, die Marmelade fürs Pausenbrot rauszustellen. Oh. Guck mal, Edna, ein Spielplatz. Edna, Edna, Edna! Auf dem Spielplatz gibt es eine neue Rutsche! Was? Dann muss ich dahin! Ich kann nicht riskieren, dass jemand meinen Rekord im Slalomrutschen bricht! Herr Hornbusch! Herr Hornbusch! Edna führt schon wieder Selbstgespräche! Ich kann mich gar nicht auf meine Aufgaben konzentrieren! Ich kann mich Edna gar Konrad, nicht du konzentrieren! störst schon wieder den Unterricht! Ich gebe dir hiermit eine Verwarnung! Erste Verwarnung. Verwarnung, kommst du in den Schrank? Verstanden? Es tut mir leid, Herr Hornbusch. Es soll nie wieder vorkommen. Oh, weil. Was für ein dreckiger Streber. Edna, Edna, Edna! Sie haben ein Karussell! Ich liebe Karussells.
Langsam wird dieser Unterricht zur Folter. Herr Hornbusch! Herr Hornbusch! Er führt schon wieder Selbstgespräche. Ich kann mich gar nicht auf meine Aufgaben konzentrieren. Ich muss doch sehr bitten! Das ist jetzt schon die zweite Verwarnung, Edna. Wenn du noch ein einziges Mal den Unterricht störst, landest du im Schrank. Es tut mir leid, Herr Hornbusch. Es soll nie wieder vorkommen. Ist auch eine kleine Motivation für alle, die jetzt Homeschooling machen müssen oder Homeoffice machen müssen. Homeoffice jetzt nicht so, aber die jetzt zu Hause lernen müssen für die Schule. Stellt euch mal vor, ihr müsst wieder in die Schule. Das ist ja, habt da wieder solche Situationen. Edna. Hat vielleicht auch es seine gibt sogar einen Riesenrad. Nein, guten Situation. Das kann unmöglich stimmen. Ich habe es gesehen. Das ist unfair. Unfair. Herr Hornbusch! Edna führt schon wieder Selbstgespräche. Ich kann mich gar nicht auf meine Aufgaben konzentrieren. Edna, das war's. Du ist kommst voll. Jetzt in den Schrank. Du kommst jetzt in den Schrank. Na los, beweg dich. Aber... keine Widerrede. Oh, da wird die Edna in den Schrank gesperrt. Aber wir sind noch draußen. Und können dem Alfred eine rüberziehen. Können wir mit Alfred darüber reden? Leider nicht. Schönes Wetter draußen. Die Sonne. Mit der haben wir noch nicht drüber geredet. So. Edna sitzt im Schrank fest. So sieht's aus. Und Sekunde, ich speichere mal kurz ab. Zettel. Geht's noch? Oh, das ist die Edna. Im kleinen Schrank. Sie sieht unglücklich aus. Ach was. Edna, heute ist der wärmste Tag des Jahres. Ganz toll. Und ich hocke in einem Schrank fest. Edna, die Badesaison hat begonnen. Ganz toll. Und ich hocke in einem Schrank fest. Ja. Edna, da ist ein Zirkus in der Stadt. Ganz toll. Und ich hocke in einem Schrank fest. Ja, ich bin nicht sicher, wie weit man das beim Spielen oder Schreiben des Spiels reflektiert, aber eigentlich ist der Sachverhalt, dass Edna zur Strafe für Störung des Unterrichts in einen Schrank gesperrt wird, doch hochgradig bedenklich. Jetzt möchte ich aber das Augenmerk einmal auf dieses wundersame Kleiderstück im Hintergrund lenken, zumal dort der Brief, den Mattes an Herrn Hornbusch geschrieben hat, drin steckt in der Tasche, müssen wir wohl davon ausgehen, ja, dies ist der Mantel von Herrn Hornbusch. Wie sieht er wohl in diesem Mantel aus? Warum trägt er ihn? Wir wissen es nicht. Der Mantel von Herrn Hornbusch. Ein Brief. Den nehmen wir mal mit. Und wechseln zum Harvey. Wir sind ja Harvey. Sehr gut. Können wir uns den anschauen? Nee, können wir nicht. Das muss schon Edna tun. Geht so noch. So. Edna. Kommst du an den Brief dort ran? Klar. Ich kann gar nichts erkennen. Es ist viel zu dunkel hier drin. Ja, gib her. Dann müssen wir dich erstmal rauslassen hier. Sie sieht unglücklich aus. Ach was. Können wir mit Herrn Hornbusch reden? Das ist Ednas Lehrer, Herr Hornbusch. Natürlich können wir das nicht.
Alfred ist schon ein selten dummer Schnösel. So. Damit müssen wir jetzt mal zu Edna. Ich glaube, damit können wir was erreichen. Was ist das für ein Zettel in deiner Schultasche? Der ist nicht weiter wichtig. Mein Vater hat heute Morgen wieder einmal vergessen, mein Frühstück rauszustellen. Ach, stimmt. Ja, und wie kriegen wir die jetzt? Okay, den Brief hat sie weggegeben, oder wie? Und was nun? Wie kriegen wir sie da jetzt wieder raus? Mit über das ganze Zeug reden, das bringt uns wahrscheinlich auch nicht weiter. Gut. Okay, jetzt so raus. Ja, das wär's. Das wär schön. Ja, über Herrn Hornbusch reden, vielleicht können wir das machen. Geh jetzt so noch. Jetzt sind doch schon einige abgehauen. Alfred ist eine alte Petze. Ein Petzfrosch. Einige sind schon abgehauen. Der Stream wird immer leerer. Ja. Vielleicht kannst du Herrn Hornbusch bitten, wieder am Unterricht teilzunehmen. Ah, das könnte die Idee sein. In deinem Munde, Harvey? Wieso? Da draußen können wir viel mehr Unheil anrichten. Auch wieder wahr. Herr Hornbusch! Ich würde das jetzt hier gern noch schaffen. Ich würde jetzt hier noch gern zu Ende kommen damit. Das ist jetzt hier noch ein Rätsel, was ich jetzt alleine lösen muss. Tja. Wir sollten über hinaus Globus in die weite Welt. Hier fällt mir mein Inventar auseinander. Mathe ist ätzend. Lass uns abhauen. Später, Harvey. Okay. Ja, mit ihr über die Sachen reden könnte was bringen. Jetzt weiß ich nicht, mit wem, mit was ich schon über sie ihr geredet habe. Das ist jetzt ein bisschen... Tja, ich glaube, den Clown haben wir noch nicht mit ihm geredet. Haben wir den Teich schon? Edna, Edna, Edna! Die Badesaison kommt die wieder in den Schrank. Oh, ich will auch baden gehen. Herr Hornbusch! Ja. Herr Hornbusch! Edna führt schon wieder Selbstgespräche. Ich kann mich gar nicht auf meine Aufgaben konzentrieren. Edna, Konrad, du störst schon wieder den Unterricht. Ich gebe dir hiermit eine Verwarnung. Bei der dritten Verwarnung kommst du in den Schrank, verstanden? Es tut mir leid, Herr Hornbusch. Es soll nie wieder vorkommen. Okay, ja, was ist jetzt hier der Schlüssel zum Erfolg? Das ist die Frage. Die Karte wird's ja nicht geben. Lass uns auf Schatzsuche gehen. Später, Harvey. Wir müssen jetzt irgendwas mit ihr bereden. Der Zettel vom Vater, der wird's jetzt nicht. Da. Er hat das Pausenbrot vergessen. Was für ein Vater. Den Brief. Vielleicht können wir den jetzt anwenden. Hey Edna, ich habe einen Brief in Hornbuschs Manteltasche entdeckt. Der ist bestimmt Teil einer Verschwörung. Psst. Verschwörungstheorien, ja, Edna bricht aus. Ganz genau. Ja, okay, den Brief, mit dem können wir doch irgendwas machen, oder? Können wir den nicht lesen? Jetzt zu Edna wechseln und den Brief lesen. Wir müssen den Brief doch lesen, das ist doch... Irgendwie müssen wir jetzt den Brief lesen. Mit der Sonne kombinieren. Das bringt es jetzt nicht.
Hey Edna, ich habe einen Brief in Hornbuschs Manteltasche entdeckt. Der ist bestimmt Teil einer Verschwörung. Psst. Ja, Harvey, bist du jetzt Xavier Naidoo geworden oder was? Ja, wir müssen jetzt lernen, die Unterschrift von Dr. Marcel zu fälschen. Vielleicht mit den Matheformeln, die er an die Tafel schreibt. Das ist ja jetzt...